Herzlich willkommen bei FreeSpirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute in einer Kooperation mit Götz Wittneben von Neue Horizonte TV. Eine Sendung für beide Sender. Es wird spannend. Bleibt dran, gleich nach der Werbung geht's los. Bis gleich. Hier noch eine Nachricht in eigener Sache. FreeSpirit TV ist eines von mehreren Projekten des FreeSpirit Bewusstseinstrainings. Dieses Training ist ein hervorragendes Konzept für Menschen, die einfach mehr vom Leben wollen. Wenn du dich nach etwas sehnst, sei es, dass du noch glücklicher sein möchtest oder reicher, gesünder oder nach einer tollen Beziehung, wenn du dich beruflich auf deine Vision konzentrieren und noch so einiges anderes verwirklichen möchtest, dann empfehlen wir dir von ganzem Herzen das FreeSpirit Bewusstseinstraining. Du findest es unter www.freespiritinfo.com. Ah ja, und noch etwas. Da immer mehr alternative Kanäle im Internet unterdrückt werden, wissen wir nicht, wie lange wir dort noch senden können. Für den Fall, dass die uns das Licht abdrehen, sei vorbereitet und abonniere daher unbedingt unseren Newsletter auf freespirit-tv.ch. Danke und schön, dass es dich gibt. Bruno, du bist gerade ein viel gefragter Zoom-Gast oder wie auch immer, weil du bekannt bist, dass du dazulernst. Dass du dich auch, ja, dass du immer wieder sagst, hey, das, was ich gestern dachte, ich muss es heute in Frage stellen. Und ja, dass wir erleben eine Zeit, wo so viele Fragezeichen wie in meinem Leben noch nicht da draußen rumgeistern. Und wie siehst du im Moment deine Lage? Darfst du raus? Ja, ich darf alles. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Also ich war jetzt gerade draußen. Ich habe mir heute auch die Haare schneiden lassen. Alles paletti. Wie? Ja. Was? Bei mir ist es schon 8 Uhr. Du, aber es wird nicht schlechter bei dir. Nein, habe ich auch gedacht. Vielleicht soll das jetzt mal so sein. Auch der Bart wird ein bisschen länger. Das habe ich aber bewusst gemacht, ja. Das mache ich. Ja, also, wie erlebst du dich? Ja, ihr habt ja sonst auch immer alle naselang Studiogäste. Ihr seid unterwegs mit FreeSpirit, Kursen. Das alles ist ja im Moment in die Tonne getreten. Oder? Ja, leider. Okay. Hammer. Ja. Mhm. Du hast aber deinen Humor noch. Ja, wenn etwas zuletzt stirbt bei mir, dann ist es der Humor. Weil gerade in schwierigen Situationen ohne Humor fällt man in Depression und das kann ich mir nicht leisten. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das geht, depressiv sein. Das müsste ich ja zuerst lernen. Und jetzt auf meine alten Tage, ich will da nichts mehr Neues anfangen auf meine alten Tage hin. Also ich überlasse das denen, die es schon können. Aber was natürlich bei uns auch ist, die Gäste für die Aufzeichnungen können nicht mehr live dabei sein. Sie können nicht mehr anreisen. Wir machen wie du auch alles übers Zoom. Und das ist eine spannende Erfahrung, weil es geht so auch, weil, wie du es im Vorgespräch ja schon gesagt hast, es geht um die Information, um die Message und nicht um die Verpackung. Wenn beides ein bisschen stimmt, ist auch schön, weil ich Steinbock bin, gefällt mir das Perfekte ein bisschen, aber da lerne ich jetzt gerade wirklich viel, dass ich viel zu viel Aufwand betrieben habe für den entsprechenden Output. Das ist eigentlich gar nicht nötig, also das mache ich nur als eine Form der Selbstbefriedigung, weil es mir gefällt. Okay. Ja. Und ansonsten die Situation jetzt, natürlich die Kurse finden im Moment gerade nicht statt. Das heißt für mich natürlich auch eine finanzielle Herausforderung, das muss man auch sehen. Wir haben einen Apparat aufgezogen, der ziemlich kostenintensiv ist. Ihr habt etliche Mitarbeiter, ne? Also und wir haben Mitarbeiter und wir haben natürlich extreme Mietkosten, oder? Da ist Studio, da ist Wohnung, da sind zwei Lager, Österreich, Deutschland, Schweiz, alle diese ganzen Verbindungen, die wollen getragen werden. Und ich muss jetzt einmal mehr sagen, Gott sei Dank wussten wir, dass diese Situation kommt. Wir wussten zwar nicht wann, aber das, und deshalb sind wir gut vorbereitet und gut aufgestellt. Du hast ja mit verschiedensten Menschen jetzt aus der Szene, sage ich mal, schon gesprochen
und wirst sicherlich dich nicht gänzlich abstinent zeigen, was das Internet angeht. Aber ich bekomme Haufen Mails und Haufen vor allen Dingen Videos zugeschickt. Ich kann das gar nicht alles gucken. Aber Fake News überall. Ne? Jetzt jüngst, dass irgendwie ein Festi Ramazan in Dortmund in der Westfalenhalle stattfinden soll. Fake News. Ne? Also, was ist hier los? Was ist hier los? Ich habe das Gefühl, wirklich das 21. Jahrhundert ist, das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts ist unser Bewusstsein. Wir brauchen gar keine Panzer. Nein, überhaupt nicht. Aber ich bin wirklich echt froh, dass es so ist, gerade wie es ist, weil jetzt sind die Menschen gezwungen, selber zu denken, selber zu recherchieren, sich selber schlau zu machen. Und ich glaube, wenn einer sagt, ich weiß genau, was jetzt die Wahrheit ist und was nicht, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, weil ich bin ein Typ, der sich gut informiert und ich schaue mir diese Videos, ich verbringe Tag und Nacht momentan mit Gesprächen und mit Recherchen und ich muss sagen, meine Conclusio ist, alles kann wahr sein, nichts muss wahr sein. Was mache ich jetzt? Ich muss mich wieder auf mein Gespür verlassen, auf mein Gefühl, denn es gibt sogar Fake News und Real News von denselben Leuten, von denselben Kanälen, weil die auch alles sich irgendwo zusammenholen müssen. Was ich aber nicht glaube, ist die ganz offizielle Story, weil wieso sollten die ganz hochoffiziellen, ich sage jetzt mal RTL und ZDF und ORF und SRG, warum sollten die jetzt plötzlich die Wahrheit senden, wenn sie es die letzten 50 Jahre nicht gemacht haben? Das würde keinen Sinn ergeben. Aber ich vergleiche, damit ich weiß, was glauben die meisten Menschen und was sagen die Insider? Und dann versuche ich herauszufinden, was der Plan ist, was Sinn macht. Denn ich sehe sogar den Sinn in Fake News. Weil ich bemerke, dass die Menschen für die, wenn die andere Seite mehr Wahrheit hat als die offiziellen News oder Fake News, dann muss ich sagen, ist es gar nicht so schlecht, dass man nicht gleich alles erzählt. Die meisten Menschen könnten das gar nicht tragen. Ich meine, wir sind jetzt Jahrzehnte vorbereitet. Wir wussten von Adrenochrom, wir wussten vom Menschenhandel, Sexsklaverei. Wir wussten das. Wir wussten, dass die Hollywood-Stars nicht das sind, was sie darstellen. Wir wissen auch, dass die Politiker und die Gesundheitsämter und die Ministerien nicht das sind, was sie vorgeben. Plötzlich soll es ihnen jetzt um unser Wohl gehen. Das macht keinen Sinn. Also bin ich auf beiden Seiten sehr vorsichtig und versuche, das Positive in dem Sinne zu sehen, wir befinden uns in einem Wandel. Also die Fake News müssen, also die offiziellen Stellen, müssen ein bisschen zurückrudern. Sie haben gemerkt, die Leute glauben das nicht mehr alles. Die Fake News, die geben jetzt auch Vollgas. Die wollen uns natürlich im alten Dogma behalten. Die geben jetzt auch Vollgas. Und deshalb entwickelt sich, glaube ich, so ein schönes Mittelfeld, wo so mehr oder weniger Menschen sind, die sich wirklich um das Wesentliche und um die Wahrheit bemühen. Und das ist dann so eine Mischrechnung. Und da muss man mit dem Gefühl rein. Also ich würde nicht behaupten, das stimmt alles nicht oder das stimmt alles nicht, sondern, aha, die sagen das jetzt in der Mehrheit, damit sie nicht ausflippen. Und da wird es ein bisschen übertrieben, die Angst zum Beispiel. Oder man kann sagen, das Militär ist da gegen uns. Man kann aber auch sagen, es ist für uns da, es will uns beschützen. Weil wenn das tatsächlich wahr wäre, was wir Insider in dem Sinne wissen, dann werden die Leute ausflippen, da werden sie Jagd machen auf gewisse Politiker, auf gewisse Leute. Das soll ja auch nicht sein. Wir wollen keine Selbstjustiz, wir wollen einen friedlichen Übergang, eine Transformation. Und deshalb, zum Schluss noch auf deine Frage, ist es wichtig, dass wir wissen, dass die Transformation zuerst in unserem Bewusstsein stattfinden muss, bevor wir uns überhaupt Gedanken machen, was da draußen läuft. Genau darum geht es. Also ich
ja, habe mich zwischendurch auch in so einen Sog reinziehen lassen. Das muss ich einfach gestehen. Also ja, klar. Alles Mögliche, auch in diese Narrative, in denen man sich wunderbar ergeben. Und das ist so, das ist wie ein Märchen. Ja, also jetzt, wenn man wirklich QAnon nur das hört und von denen, die das so verbreiten, dann ist es ein wundervolles Märchen. Da kommt der Retter und rettet uns. Und ja, und dann? Ja, und das dann? Ist die gute Frage, genau. Ja, und insofern brauchte ich einen wunderbaren Menschen an meiner Seite, die mich da mal ein bisschen, komm mal wieder runter und mach mal ein bisschen Selbstdisziplin, lass dich nicht von diesem Strudel da mitreißen. Und ja, ich habe jetzt jüngst ein Lied reingesetzt gestern, nimm deinen Platz ein, niemand anderes kann es tun. Und warte nicht auf Beifall, hab jetzt den Mut, ist der Refrain. Mhm. Weil ich glaube, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass wir, ja, dass alle die, die sich auf diesen spirituellen Pfad bewegen, also oder aufgemacht haben, in Seminaren, in Büchern und sonst was, dass die jetzt gefragt sind, das sozusagen in den Alltag zu übersetzen. Also richtig zu übersetzen, sichtbar werden zu lassen, dass ich keine Angst habe. Ja, aber respektiere, wenn da Menschen, ne, auch in meinem Umfeld gibt es eben bei den Nachbarn, ja, sie so macht einen großen Bogen, er, ne, hat kein Problem, auch den Kuchenteller von uns zu nehmen und was rüberzureichen oder so. Also selbst im nahen Umfeld, das zu respektieren, dass Menschen tatsächlich an diese Infektionshypothese da glauben. Und trotzdem, ja, für sich einzustehen, ja, dass ich auch eine Vision habe. Ich glaube, viele Leute haben überhaupt keine Vision von dem, wie wir eine Gesellschaft, wie wir als Individuum, aber auch als Gesellschaft leben wollen. Ja, die sehen ja die Gesellschaft auch nur beim Einkaufen und sonst sind sie ja vor dem Fernseher. Ja, also der Dialog ist jetzt digitalisiert, ja, also ein ziemlich würdelos, muss ich sagen. Ich habe es gerade erlebt mit meinem Bruder, dass wir nicht ins Krankenhaus durften. Als er dann sich anschickte, diese Welt zu verlassen, durften wir es und kaum, dass wir ihn wieder zurückgeholt haben, haben sie die Besuchssperre wieder eingeführt. Also völlig, völlig hirnrissig. Und trotzdem, ja, dann die Selbstermächtigung, okay, dann holen wir ihn aus dem Krankenhaus. Punkt aus. Mhm. Also genau. In den kleinen, ja, in den kleinen, scheinbar kleinen Gesten, das ist da wirklich, du kennst, hast ja auch Kurse in Wundern bestimmt schon mal reingeschaut, ja, dass es keinen Unterschied gibt in der Größe, sondern dass es immer um das Wesen geht. Also die Intention, mit der ich etwas tue, kann in der kleinsten Handlung ja, sich manifestieren. Hm. Hast du für dich Beispiele, wo du in deinem Umfeld merkst, dass du ein bisschen aus der Art schlägst? Ja, aber das ist nichts Neues. Das tue ich schon, seit ich auf der Welt bin. So ungefähr. Ja. Ja. Aber was ich wichtig finde, was du angesprochen hast, ist mit all denen, ich sage jetzt mal, Buchautoren, Seminarleiter und weiß Gott was, sogenannte Coaches, Berater und spirituelle Lehrer und weiß Gott was, wo sind die jetzt alle? Und ich sage jetzt etwas, was genau denen nicht gefallen wird. Sie haben keine Werkzeuge im Umgang mit solchen Situationen. Sie haben nur ihr positives Denken und alles ist gut, wie es ist und bla bla bla. Aber das ist jetzt definitiv nicht mehr gefragt. Mhm. Und ich bin wirklich froh, dass ganz viele, auch der Insider, merken, dass wir Werkzeuge haben, dass ich die letzten Jahrzehnte damit verbracht habe, Werkzeuge auszubaldofern, die psychisch so gut funktionieren, dass wir gar nicht behaupten müssen, wir hätten keine Angst. Ich kenne keinen Menschen,
Und die, die es behaupten, sind die, die es am meisten Angst haben. Ich kenne niemanden, der keine Angst hat irgendwo. Ich kenne aber viele, die sie unterdrücken, verdrängen oder versuchen einfach im Griff zu haben. Aber ich kenne genau 2, 3 Leute vielleicht weltweit, die brauchbare Werkzeuge anzubieten haben, wie man es eben nicht schönmalen, nicht wegrationalisieren und nicht im Griff haben und nicht unterdrücken muss, sondern wirklich transformieren. Und das freut mich, dass die Menschen da draußen jetzt merken, dass das bisherige nicht mehr reicht. Es reicht ja nämlich immer nur theoretisch, aber nicht, wenn es hart auf hart geht. Und jetzt geht es für viele Menschen schon hart auf hart. Und jetzt müssen konkrete Werkzeuge hin. Was mache ich, wenn ich mir diese Angst eingestehe? Wie gehe ich damit um, dass sie mich nicht zerfrisst? Mach etwas mit der Angst, bevor sie etwas mit dir macht. Was macht sie mit dir? Sie macht dich krank, sie macht dich kaputt, sie verkrebst dich, sie depressivt dich, sie macht alles eng, oder? Angustiae. Angustia, klar. So. Ja. Das kann man so machen, aber es gibt Lösungen und jetzt hätten die Leute Zeit. Deshalb habe ich kurz bevor das Theater losging, unseren Vlog gestartet. In diesem Vlog kann man ohne teure Kurse, den teuren Kurs kann man bei mir dann wieder besuchen, wenn die Zeit vorbei ist. Den wertvollen. Ja, genau. Mit der ganzen Show, mit dem ganzen Untermalen, mit dem ganzen Verdeutlichen und so weiter. Aber jetzt geht es wirklich nur gerade um die Sache selbst. Jetzt gibt es die Möglichkeit, übers Internet zum Beispiel in den Vlog zu kommen und zu hören, zu lernen, in Gesprächen, in Beispielen, in Texten, wie das geht. Und das ist es, was die Leute jetzt brauchen. Ich denke vor allem auch an die Fachleute, die Ärzte, die Krankenschwestern, das Hilfspersonal da und dort. Wie gehe ich damit um, wenn ich Geschichten hören werde, und das wird meiner Meinung nach bald kommen, die ich nicht für möglich gehalten hätte? So, und ich muss trotzdem einsatzfähig bleiben. Wie mache ich das wirklich, ohne selber dabei krank zu werden? Also für mich steht eigentlich fest, da ist es meine Überzeugung, alles, was wir verdrängen, macht uns krank. Ja, sicher. Alles, was wir verdrängen, macht uns krank. Und beim Krebs weiß man ja, dass, also bei Tumoren, dass die nicht mehr kommunizieren. Ja, die kommunizieren nicht mehr mit den anderen Zellen. Das heißt, sie haben sich abgekapselt. Das ist das, was im Dunkeln ist. Und es ist jetzt, glaube ich, die Zeit schlechthin, sich dieses Dunkle, ja, lang Verdrängte anzuschauen. Ich habe das jetzt neulich auch wieder gesagt. Hey, wo ich hinschaue, Wutvulkane an Menschen. Du, jeder Krankheit liegt ein Trauma zugrunde, außer Vergiftungen und Unfällen. Und jetzt kommen wir mal zu einem wichtigen Punkt, was dich und mich auf jeden Fall sicher viele Leute fragen: Was kann ich machen? Wie kann ich mich schützen? Zum Beispiel 5G ist weitaus schlimmer als dieses sogenannte Virus da. Wie kann ich mich davor schützen? Was viele vergessen, abgesehen von der geistigen Hygiene, ein gesundes Immunsystem, einen starken Körper, gesunde Ernährung und so weiter ist jetzt Gold wert. Jetzt kommen alle die in den Vorteil, die letzten Jahre ausgelacht wurden, weil sie dies und das ausprobiert haben, Darmkuren gemacht haben, Entgiftungskuren gemacht haben, vielleicht auch dabei Fehler gemacht haben, das ist völlig wurscht. Aber jetzt werden das die Stabilen sein. Es ist immer so, wenn es hart auf hart geht, lachen die anderen. Das Dumme ist, dass Menschen wie wir nicht lachen, sondern wir sind eigentlich betroffen und traurig, dass sie die Zeit vertrödelt haben, damit uns Verschwörungstheoretiker zu nennen, Extremisten oder Psychos. Rechts, ich bin ein Rechtsesoteriker. Ah ja, ein brauner rechter Esoteriker. So. Und jetzt haben sie die Zeit vertrödelt und stehen in einer Situation und haben keine Handhabe. Und jetzt hoffe ich, dass sie die Größe haben und auch von uns her fühlen können, dass wir ihnen das alles nicht nachtragen. Wenn sie uns jetzt brauchen, sind wir auch für sie da. Die Sendungen sind alle im Netz, da kann man nachholen. Gespräche mit uns kann man vielleicht nicht mehr so leicht wie früher. Man hätte früher
können. Jetzt haben wir halt keine Zeit mehr, aber wir haben so viele Sendungen gemacht, Texte geschrieben, ja. Bücher geschrieben, weiß Gott was. Holt das bitte nach. Von uns nimmt euch keiner was übel. Weil nachtragend sein heißt ja, du musst immer was tragen. Ich darf ärztlich vom Rücken her nicht schwer tragen. Also das Erste, was ich aufgehört habe, ist jemandem irgendwas nachzutragen. Wir sind alles Menschen. Schöner Ausdruck, ja. Ja, wir forschen, wir machen Fehler, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und schaut nicht auf die Späne, schaut auf die Skulptur, die irgendwo stehen muss, wenn irgendwo Späne liegen. Natürlich haben wir Fehler gemacht, haben wir Infos, die nicht richtig waren, mal vertreten und so weiter. Ja. Das ist alles passiert, aber schaut doch mal, was daraus entstanden ist. Ja? Schaut da mal aufs Gute, anstatt immer nur auf das, was man gerne sehen würde. Ja, das ist nämlich nicht immer das Gute. Ich, das ist ein schönes Stichwort, unsere Wahrnehmung. Es ist ja auch ein Angriff auf unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Unser Schablonendenken hilft uns nicht mehr. Ja, Schablonendenken, also du hast das positive Denken, Erdbeersoße auf einen Haufen Scheiße, statt die Scheiße zu nehmen, sie auch zu riechen, wahrzunehmen und dann sie zum Komposthaufen zu tragen, mit Erde zu mischen, dann wird was Gutes draus. Mhm. Ja, statt noch eine Erdbeersoße drüber oder vielleicht noch ein bisschen Vanillesoße, wie auch immer, von positiven Denken. Nee, durch die, da durchgehen, um dann zu sehen, wie, und davor habe ich die ganze Zeit Angst gehabt. Davor habe ich die ganze Zeit, das gibt's doch nicht. Ja, aber weißt du, die meisten Leute haben Angst davor, sich einzugestehen, dass sie ihre Angst verdrängt haben. Sie sehen das wie eine Niederlage. Dabei wäre es eigentlich ein Sieg. Wow, endlich sehe ich's. Endlich habe ich den Mut, ehrlich zu mir selbst zu sein, weil das ist sowieso bewusstseinsmäßig immer der erste Schritt. Wer das nicht kann, kommt auf keinem Weg weiter. Ja, also da sage ich einfach immer, Leute, Wahrhaftigkeit zu sich selbst geht nur, wenn ich die Güte dazu nehme. Mhm. Ja, weil wenn ich mich mit dem inneren Richter betrachte, dann werde ich mich selber bescheißen. Ich werde vor meinem inneren Richter schön die Sachen noch verstecken. Mhm. Aber wenn ich sozusagen mit einem Lächeln sage, ich habe gelernt. Ja, ich habe Fehler gemacht, aber ich habe gelernt und ich will jetzt mir diese Sachen anschauen, ich habe Sachen gehört, wo Leute wirklich über ein Jahrzehnt niemandem gesagt haben, dass er aus dem Kaufmann einen Diplomkaufmann gemacht hat. Mhm. Dann habe ich gesagt, das war für ihn ein großes Geheimnis. Ja, und dann habe ich gesagt, wieso? Du hast nur dein Wissen, also dein Titel hast du deinem Wissen angepasst. Wo ist das Problem? Mhm. Wo ist das Problem? Aber das hat so auf ihm gelastet. Ja, und dann erlebt er uns, wo ist das Problem? Ja, aber für ihn war es so belastend, dass das niemandem erzählen wollte. Und da zu schauen, auf sich selber, gütig. Ja, die Leute glauben, dass der Fehler das Problem ist. Dabei ist das Problem, die Fehler nicht anzuerkennen als solche. Ja. Weil dann lernt man nichts draus. Ja? Ja. Dumm sein ist keine Schande. Dumm bleiben, auf jeden Fall schon. Also Wilhelm Reich hat ja so eine Art Testament ein paar Punkte für seine Mitarbeiter damals geschrieben. Und der erste Punkt war, trachtet nicht danach, Fehler zu vermeiden. Denn Fehler sind unsere Lehrmeister. Mhm. Ja. Und das ist aber natürlich, wir sind so konditioniert durch die Schule, dass jeder Fehler mit einem Rotstift angestrichen wird und dann mit einer Zensur quittiert und vielleicht auch noch damals zu Hause mit einer Tracht Prügel, Stubenarrest. Ich wollte gerade sagen, es beginnt ja schon viel früher zu Hause. Gefällst du, erfüllst du, kriegst einen Lutscher und sonst nicht. Ja, also diese Konditionierung abzulegen, dass wir uns selbst ermächtigen, ich bin ein lernendes Wesen, ein lernendes Wesen und am besten lerne ich durch Fehler.
also ich jedenfalls hier mit dem Computer oder sonst was, habe ich immer bei Trial and Error. Ja, am schnellsten lernt der Mensch, wenn es weh tut. Und das Problem ist, ganz viele, die nicht freiwillig gelernt haben, weil sie es nicht interessiert hat, müssen jetzt ganz viel, ganz schnell lernen. Das heißt, es muss auch ganz weh tun. Und deshalb haben wir ja, ich sage jetzt mal, das größte Leid hinter uns, weil wir sind dazu gedacht, jetzt da zu sein für unsere Mitmenschen, die vielleicht auch vieles noch gar nicht einordnen können oder verstehen können, was ihnen jetzt geschieht. Gut, im Moment geht's noch, es ist noch moderat, aber es wird sicher noch kommen, weil ich glaube, das ganze Theater, was jetzt geschieht, hat nebst anderem den Grund, die Menschen zum Erwachen zu bringen. Oder? Sind wir uns einig? Ja, absolut. Also du kennst ja mein Kurs Motivation Emblem sozusagen, also die Holarchie. Ja, dass immer ein paar Ganzheiten eine größere Ganzheit bilden, die wiederum mit anderen größeren Ganzheiten eine noch größere Ganzheit bilden. Das heißt, selbst wenn wir von Dunkelkräften sprechen, für mich aus einer noch höheren Ebene, gehören sie genau zu diesem Prozess. Ja, die übertreiben es jetzt so dermaßen, dass auch der, ich sag mal, dem letzten Michel noch irgendwie die Mütze vom Ding jetzt fallen kann. Genau, sie zwingen uns zum Wachstum und die nicht wachsen, die wollen definitiv dann nicht wachsen, die unterstützen das Dunkle und die dürfen das auch und die werden auch dort bleiben oder enden, sage ich mal. Das ist der freie Wille. Es ist immer so, wir hätten theoretisch einen freien Willen, aber wir wissen es nicht. Oder wir glauben, das ist unser freier Wille und wissen nicht, dass das der manipulierte Wille ist. Aber wenn man ins Herz geht, spürt man den freien Willen wieder. Und wenn man ganz ins Geistige eintaucht, spürt man, dass der freie Wille eines jeden Menschen, dafür werden Sie mich wahrscheinlich wieder zerreißen da draußen, aber der freie Wille ist es, den freien Willen dem lieben Gott zu Füßen zu legen und zu sagen, ich möchte, wie du willst. Weil die Geschichte dreht jetzt um. Zuerst sind wir gekommen und Gott hat gesagt, da unten da auf diesem Planeten Erde, wenn du hingehst, musst du eins wissen, dir geschieht nach deinem Glauben. Aha, also dein Wille geschehe, hat er zu uns gesagt. Und ich habe ein Buch drüber geschrieben über das. Ja, noch besser. Die Glaubenssätze, dass wir danach unsere Realität kreieren. Ja, genau. Und jetzt entwickeln wir uns so weit aufwärts, bis wir das Geschenk wieder zurückgeben können. Und zwar nicht, weil wir nicht verantwortlich sein wollen, sondern weil wir es nicht mehr brauchen, weil wir freiwillig sowieso tun würden, was die Liebe tut. Das ist ja das Ziel, zur Liebe zu werden. Oder ich meine Liebe jetzt nicht im Schmalzlockensinn, sondern Liebe ist auch ein Schwert, Liebe ist ein Feuer, Liebe ist kräftig, ist nicht so was schleimig, schwabbeliges. Liebe ist lau, sie ist nicht lau. Sie ist nicht lau. Das ist es. Genau. Ja. Und wenn sie kalt ist, das kann sie nämlich auch sein, dann ist sie das mit dem Feuer im Hintergrund, den Eiswürfel zu schmelzen und nicht noch mehr einzufrieren. Also Liebe kann keine Fehler machen, aber die richtig verstandene Liebe. Und dorthin geht's wieder. Es ist nur wichtig, dass jeder weiß, das, was jetzt geschieht, ist wichtig und sinnvoll. Und es kommt für die meisten überraschend schnell. Ja, für uns nicht. Wir haben unser Leben daraufhin ausgelegt und vorbereitet. Warum? Weil wir nie ganz abgetaucht sind. Ja, wir haben unseren Zugang zum Schöpfer, zur Quelle allen Seins, nie ganz verloren. Und wie oft wurden wir ausgelacht, wenn wir gesagt haben, der liebe Gott und so weiter. Von mir aus Göttin ist ja wurscht, aber die Quelle allen Seins. Ja, hast du das nötig? Gibt's Beweise? Ja, es gibt Beweise für Gott. Ich kann euch mal einen zeigen, wenn ihr jetzt zu Hause seid und dieses Interview anschaut. Macht mal so, bitte. Könnt ihr das? Wow. Seht ihr? Das ist ein Wunder. Dass das funktioniert, ist der Beweis für Gott. Der Beweis für die Existenz einer
allerhöchsten Intelligenz, einer Lebensessenz, die das überhaupt möglich macht. Wer schon mal bewusstlos war, weiß, wie schwierig das ist. Ja? Ein toter Körper kann das nicht. Der rennt auch nirgendwo hin, wenn du ihm Millionen anbietest. Also das, was du bist, wenn du drin bist, macht das alles möglich. Und das, was du bist, macht die Schöpfung möglich. Ja, und wenn die Leute mich nach meinem Trick für meine Lebenseinstellung und dass ich immer gut drauf bin und so fragen, es ist nur Dankbarkeit. Ich betrachte das Leben nicht als selbstverständlich. Ich bin so glücklich, selbst wenn ich leide, dass ich wenigstens leiden kann, weil das bedeutet, dass ich lebe. Wow, ich lebe. Das war meine bisher größte Erkenntnis. Ich lebe. Ja, ja. Du auch? Oh ja. Und bei mir war es, ja, wenn ich so zurückgucke, ich habe, glaube ich, in Facebook habe ich dann Schule des Lebens, haben ja viele. Aber es war bei mir so. Ja, ich habe zwar mein Studium abgeschlossen, aber das, was mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin, war das Leben. Ja, die Krisen, die vielen, vielen Gelegenheiten, Menschen loszulassen, Projekte loszulassen, die auf einmal den Bach runtergingen, andere, ne, die dann aufblühten und danach wieder verblühten. Ja, ich habe, als ich nach Costa Rica ging, 98% meines physischen Besitzes verschenkt. Mhm. Ja, ich hatte zwei Koffer, eine Gitarre und meinen Laptop. Und ich fühlte mich frei. Und ich habe immer wieder Vertrauen gelernt. Ja, das, ja, also das, was in der Bergpredigt Jesus sagt, was sorgt ihr? Ja, guckt die Sperlinge auf dem Feld. Mhm. Für die wird gesorgt. Und das habe ich immer leibhaftig erfahren. Es gab Zeiten, wo ich nicht wusste, hier, als ich hier anfing in Leipzig, wovon soll ich meine Miete bezahlen oder meine Krankenversicherung? Jetzt möchte ich mal ein gutes Wort für dich einlegen, Götz. Oh, danke. Und zwar an alle Leute da draußen, die immer wieder schreiben bei dir, und da haben sie natürlich nicht Unrecht, Götz, wenn du interviewst, du quatschst zu viel und so weiter, oder? Das liest du ja unzählige Male. So. Nachgelassen. Ja. Jetzt möchte ich aber ein gutes Wort einlegen. Wer Götz kennt, wer ein bisschen von seinem Weg weiß, der weiß, dass der schon so viel gelitten hat, dass er sich das durchaus erlauben kann, wenn er auch sprudelt. Macht das zuerst mal nach. Und wenn ihr glaubt, Leute wie wir, sei er nur an der Öffentlichkeit, weil wir geil sind, unser Gesicht im Fernsehen zu sehen oder weiß Gott was, oder weil wir Geld hinterher rennen, möchte ich ein Wort für uns beide und alle anderen auch einlegen, die so sind wie wir. Wenn wir das tun würden, könnten wir nicht mehr in den Spiegel blicken. Wir tun das mit einer ganz anderen Absicht. Alles, was es mit sich bringt, nehmen wir in Kauf, dankbar oder weniger dankbar, je nachdem, was es ist. Aber es ist nicht unsere Intention, es ist nicht unsere Absicht, damit irgendetwas anderes zu erreichen, als uns der Welt zu zeigen. Und jeder kann daraus nehmen, was er will. Und das rate ich jedem Zuschauer, jedem, der das irgendwann mal hört. Zeige dich, denn es fehlt wirklich etwas in der Welt. Und es fehlt nicht der liebe Gott und es fehlt nicht am Guten, es fehlt nicht an Licht und es fehlt nicht an Liebe. Es fehlt an dir. Bevor nicht jeder Einzelne von uns gelernt hat, das zu sein und zu präsentieren, was er in Wahrheit wirklich ist, wird es keinen globalen Aufstieg geben können. Ja. Also seid mutig, lasst die anderen reden. Ihr wisst ja, alle wissen alles, keiner weiß Bescheid. Sei du selbst und schau, was passiert. Du hast gerade eine Inhaltsangabe meines Liedes gemacht. Dieses Nimm deinen Platz ein. Ja, es hat uns verdammt viel Kraft gekostet, ja, unser wahres Selbst sozusagen zu verbergen. Mhm. Und es ist jetzt die Zeit, ja, die drei großen Irrtümer aufzugeben. Mhm. Nämlich, dass wir nur dieser Körper sind, dass wir nicht verbunden sind und dass wir nicht liebenswert sind. Genau. Das halte ich für die drei Grundirrtümer. Ja. Und wenn wir die aufgegeben haben, dann komme, was wolle. Ja, weil wovor soll ich mich dann noch fürchten?
Ja, vor also einem Virus. Sinne. Vielleicht vor einem Virus. Ich habe meine Kindheit im Wartezimmer meines Vaters, der war Landarzt. Ja. Da waren die Scheiben, da floss also das alles runter. Im Winter, dass du das überlebt hast. Geprustet. Ja, dann sag ich, ja, stille Feierung. Leute, ich habe einfach nicht an Ansteckung geglaubt und ich glaube auch heute noch nicht daran. Ja, ich glaube nicht daran, sondern das ist ein mentales Ding. Ja, das Nocebo. Ja, und das sollten sich Leute wirklich nochmal angucken und mal googeln, was Nocebo bedeutet. Ich werde schaden. Und solange ich das glaube, dass etwas schadet, wird es schaden. Ja, interessant ist ja auch, dass man ja versucht hat, die Ansteckungstheorie zu beweisen, die Studien dann aber wieder beiseite gelegt hat, weil es nicht funktioniert hat. Ja. Also jetzt ist wirklich ein guter Moment, um alles in Frage zu stellen, auch sich selber. Das ist ganz wichtig. Alles. Ja, also, die Welt ist eine Illusion also das geworden. Ist Punkt. Ja, wir haben ja das Ende der Truman Show, eine Interviewreihe genannt. Und komischerweise ist ja der Sirius darunter gefallen in der Show. Mhm. Sirius steht für die Isis. Ja, wenn man das so weit, Orion, Isis. Egal. Der Punkt, dass alles, was wir bisher über die Welt gelernt haben, wie unser Zusammenleben, wird jetzt in Frage gestellt. Und ich glaube, es war sogar schon Erich Fromm, ja, der damals gesagt hat, was wir brauchen, ist sozusagen ein Mut und eine Lust am Unbekannten. Ja. Ja, weil, klaro, die Leute haben Angst, was kommt dann? Ja, aber sagen, ja, hey, wenn du nach innen schaust, hast du eine weiße Landkarte sozusagen, weil das ist völlig unbekannt, wenn du nach innen schaust. Mhm. Also, hey, sei du, munter, weißt du, ich glaube, nur die New Ager und die Esoteriker und Spiritualisten glauben, Erwachen sei was Schönes. Sonst würden sie ja nicht so viel tun, um zu erwachen. Interessanterweise erwachen sie nie. Warum nicht? Weil sie eben genau dorthin nicht gehen, wo das Erwachen stattfindet. Und ich sage es jetzt mal deutlich, Erwachen ist ein Scheißprozess. Sehr schmerzhaft, sehr enttäuschend, mit sehr viel Tränen verbunden, weil Erwachen heißt, du erkennst das Spiel und wie du darin mitgespielt hast und wie verblödet du selber gewesen bist. Das ist nicht lustig. Und bevor man nicht den Mut hat, dorthin zu gehen, kann man alles versuchen. Es wird nichts funktionieren. Es wird immer nur in eine scheinheilige Welt hinein gedacht oder sich... Das ist dann wirklich eine Illusion erschaffen in der Illusion. Aber wer wirklich erwachen will, muss sich zuerst mit den Tatsachen konfrontieren. Und das, wie du es gesagt hast, das braucht mächtig Mut, weil die Tatsachen sind nicht ganz so lustig. Nein. Und ich meine die Tatsachen über uns selber. Ja. Also ne, dieses Anschauen, aber nochmal, da bin ich vielleicht sehr am Jesus dran oder wie auch immer, Nur mit Güte, gleichzeitiger Güte, Wahrhaftigkeit. Für mich kann Wahrhaftigkeit immer nur im Zusammenhang mit Güte gemacht werden. Sonst alles ist Selbstverarschung. Ja, wurde mir häufig vorgeworfen, ich würde mich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen. Und Mensch, lass das doch mal. Sei doch mal positiv und bleib doch mal in der Liebe. Ja, aber genau das ist es. Die Liebe heißt, auch die Scheiße anzugucken, die Grausamkeiten, die, ja, wo ich, ja, selbst ich mich wieder erkannt habe, wie ich subtil aggressiv war, subtil, Mensch, also gerade, ja, die Mutter meiner Kinder, ja, angegriffen habe, aber so getan habe, du bist ja laut geworden. All das, das kann ich aber nur anschauen, wenn ich mir vergebe. Ja, dass ich konnte damals nicht, ich war so gefangen in mir selbst. Mhm. So. Und dazu ist das jetzt da. Aber die Leute sind noch, ja, am Ausfüllen von Anträgen oder so. Kann ich ja verstehen. Ja, wie viel, gerade Freischaffende, die eben keine Betriebsaufgaben haben und solche Sachen, sondern vom Hand in Mund. Die sind jetzt am Arsch. So, ja. Klar. Und trotzdem
es gibt sowas, habe ich erlebt in der Jugendwerkstatt, hat uns eine ganze Werkstatt geschenkt. Und zwar unter dem Titel Familie Deutschland. Also, dass wir wieder das Teilen lernen. Das Teilen. Hey, ja, nicht teile und herrsche, also spalte und herrsche, sondern miteinander teilen. Teile und genieße. Ja, wir müssen doch nicht alles besitzen. Das ist doch so Wahnsinn. Ich bin hier in Leipzig, komme ja ein bisschen rum. Die Leute haben sich früher geholfen. Aber klar, es war ein Mangel. Ja, der Mangel hat sie zusammengebracht. Ja, und sie haben zusammen die Häuser gebaut nach Feierabend und haben getauscht. Ja, und organisiert. Dann gab es was mit Bück dich, ne, und so weiter. Das Bück dich war heiß. Das gab es dann unterm Ladentisch. Mhm. Und kaum kam die Wende, ist das alles zusammengebrochen. Jeder ging dann zum Baumarkt, hat das selber gekauft, hat sich dies Gerät gekauft, das Gerät. Es gab keine Notwendigkeit. Und jetzt zu gucken, Leute, wir müssen das doch nicht aus Mangel heraus, sondern wir angucken, das ist eine Fülle. Die Fülle ist doch da. Wir brauchen sie nur zu teilen. Ja, das Problem ist, das Obrigkeitsdenken steht noch dazwischen. Sie müssen jetzt lernen, dass sie nicht gehorchen müssen. Sie sind selber vernünftig. Also in meinen Augen sind die vernünftigsten Menschen jene, die die Verantwortung selber übernehmen. Also die werden natürlich als verantwortungslos bezeichnet, ne? Gerade die sich nicht impfen lassen. Ne? Genau, aber da werden sie jetzt alle rausgepusht, habe ich das Gefühl. Und die Daumenschrauben werden immer enger. Ich meine, jetzt sind wir circa 4 Wochen in Quarantäne. 4 Wochen sind nichts. Wenn das jetzt nochmals 4 Wochen geht, dann geht dann die Post langsam ab. Und dann sind wir gefragt. Ja, dann heißt es wieder gegenseitige Unterstützung geben. Dann werden die Nachbarn merken, wer ist stabil und wer nicht. Es gibt jetzt schon viel mehr Fälle häuslicher Gewalt als normal. Warum? Weihnachten. Genau. So, jetzt ist jeden Tag Weihnachten und jetzt sieht man halt, wer nicht an sich gearbeitet hat. Und die haben jetzt die einmalige Chance, das noch zu tun. Aber was mir vorher noch aufgefallen ist, auch bei deiner Formulierung, ist auch etwas, was mich immer wieder traurig macht. Sobald wir Jesus sagen oder Gott, haben wir ein komisches Gefühl. Darf ich das jetzt oder wird der Zuschauer das ablehnen? Ich habe das bewusst so formuliert. Ja? Ich habe das bewusst so formuliert, weil ich merke einfach, dass ich, ja, also rückblickend, dass ich tatsächlich auch im Arbeitsamt damals schon immer sehr bedeckt. Ja, ja, man darf nicht. Und jetzt ist die Zeit gekommen, hey Leute, ihr könnt mich mal. Ja, ja. Das ist mein Bruder und auf Augenhöhe und dem vertraue ich. Genau, und jetzt musst du dir mal vorstellen, es gibt Leute, nur schon wenn sie hören, dass du dieses Wort gesagt hast, hören sie dir nicht mehr zu. Und das ist wirklich schlimm. Du kannst die ganze Party rocken und mit Satan und yeah und der Teufel ist gut, oder? Und dann höllisch gut und weiß Gott was, aber himmlisch schön, göttlich, fantastisch und so weiter. Und das hat man schon geschafft, dass die Menschheit ein komisches oder gar schlechtes Gefühl hat, wenn sie über ihren Schöpfer sprechen. Und das muss man zuerst einmal fertigbringen. Und ich sage jetzt etwas Historisches. Ja. Die Menschheit wird entweder wieder zum Schöpfer zurückfinden oder in den Abgrund gehen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Okay, da sage ich, auch der Abgrund kann nicht tiefer sein als die Hände des Schöpfers. Das stimmt. Ja, aber du dort landest, tut es ziemlich weh. Das kann gut sein. Und da gibt es ja im Neuen Testament eine Szene, wo Jesus am Kreuz hängt und zwei neben ihm, also einer links, einer rechts. Im Lukas-Evangelium steht es, glaube ich, frag mich nicht nach der Stelle, aber 24 oder was. Und dann einer lästert ihn, ne, wenn du hier der König der Juden bist, steig doch ab und zeig deine Macht und überhaupt. Und dann sagt der andere, hey, wir wissen, warum wir hier hängen. Aber der hat nichts getan. Also ich sage das jetzt mit meinen Worten, hör auf, ihn zu lästern. Und dann sagt Jesus zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.
das haben die Jehova-Zeugen dann umgedreht und haben gesagt, heute sage ich dir, du wirst irgendwann in Zukunft, naja, egal, macht nichts. Aber eine Erkenntnis, ein Erkennen, dass mein Weg bisher sozusagen dem Licht abgewandt war. Und ich brauche mich nur umzudrehen und niemand fragt mehr, was gestern war. Niemand. Weil da ist es. Ja. Und das, diese Botschaft, da, ja, und das ist mir wirklich, und wenn jetzt Leute da neue Horizonte deswegen sozusagen deaktivieren, bitte, ja, aber jetzt ist die Zeit gekommen, Leute, geht in dieses Vertrauen, dass all das, was ihr, wo ihr glaubt, ihr hättet die Todesstrafe verdient, das zählt nicht. In dem Moment, wo ihr vertraut der Liebe. Oh, so habe ich noch nie gesprochen. Das bist du. Ja. Jetzt ist er mal richtig rausgekommen. Da ja. Götz. Ja. Aber wir sehen, es ist wirklich schwierig, wenn man sich ein Leben lang versucht hat, so zu verhalten, damit man nicht abgelehnt wird. Jetzt plötzlich, wo es nicht mehr darauf ankommt, jetzt kommen die guten Nachrichten. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo die sind. Welche Leute sind das, die guten? Das sind nicht die angenehmen Leute. Das sind eben nicht die, die Rücksicht nehmen. Das sind aber auch nicht die, die blindlings um sich herumschlagen, sondern das sind die, die sich outen, die sich zeigen. Und ich denke auch immer wieder mit Wut und Liebsein und so. Mir ist tausendmal lieber, wenn jemand wütend ist, dass er es mir zeigt und ich weiß, woran ich bin. Ja. Als dass mir eine Liebe vorspielt und sobald ich den Rücken drehe, haut er mir das Messer in den Rücken, oder? Also Wahrhaftigkeit ist jetzt am Entstehen. Und dass dieser Keim aus der Schale rauskommt, muss er durchbrechen. Und das ist im Moment das, was passiert bei vielen Menschen. Es bricht durch, sie können nicht mehr zurückhalten. Durch den Asphalt genau. Schafft es ein Gänseblümchen. Ja, und geht nicht kaputt deswegen oder denkt, das ist gemein, dass ihr da durch müsst. Es ist wie beim Schmetterling. Wenn wir diesen Schritt nicht selber vollbringen, können wir danach nicht fliegen. Und wir wollen doch jetzt dann in Zukunft gemeinsam fliegen ins Paradies, in eine traumhafte, schöne, wundervolle Welt. Dann verhindert nicht, dass jetzt jeder sich da durchkämpfen muss. Unterstützt sie mit Beistand, aber nicht, indem ihr ihnen die Arbeit abnehmt, sondern lasst sie die Arbeit selber vollbringen, aber signalisiert, dass ihr da seid. Wir sind da. Ja, also dieses Beispiel vom Schmetterling ist ja, im Prinzip passt es so exakt auf unsere Situation, weil die Raupe tatsächlich völlig sich auflöst und transformiert wird. Mhm. Da bleibt ja nichts mehr, kein Stein sozusagen, kein Baustein auf dem anderen. Du, wenn wir transformiert sind, werden wir uns selbst nicht wiedererkennen mit dem, was wir jetzt gewesen sind. Weil wenn das zum Vorschein kommt, was unsere Essenz ist und unsere Individualität, wir sind durchwegs nicht alle gleich. Keiner ist gleich wie der andere. Hör mal auf mit dem Scheiß. Ja? Aber jeder ist ein Wunder für sich, das jeder bestaunen muss, egal wer es sieht. Wenn das zum Vorschein kommt, wirst du von dir selber nicht glauben, dass du so etwas Wunderbares bist und schon gar nicht, dass du es schon immer warst, wenn du siehst, wie du dich verhalten hast, obwohl du es gar nicht notwendig gehabt hättest. Ja? Wir haben es nicht nötig, uns zu ducken, um die Liebe anderer zu kämpfen, um Rücksicht zu nehmen oder dem Geld nachzujagen oder weil wir Angst haben, dass wir etwas zu kurz kommen oder so. Wir haben das alles nicht nötig, uns so zu verhalten wie kleine Sklaven, weil wir das nicht sind. Wir sind kleine Schöpfer und so sollten wir uns jetzt auch wieder entfalten und zeigen, Größe zeigen. Ja? Es ist nicht, die wahre Größe ist nicht unbedingt etwas Großartiges zu tun, aber etwas Schlechtes nicht zu unterstützen, nicht geschehen zu lassen. Das wäre mutig und großartig. Ja. Wir haben, die ganze Menschheit hat jetzt
100, 200.000, weiß Gott was, Jahre einfach weggeschaut, solange es mir gut geht, ist eh alles in Ordnung. Unter unseren Füßen krepieren die Kinder. Über unseren Köpfen regieren andere. Was wollen wir noch? Es wird doch wirklich langsam Zeit, Verantwortung zu übernehmen, hinzugucken und zu sagen, stopp, jetzt ist genug. Und das mit dem Schwert der Liebe geht's eben. Und nicht mit einem Schwabbelschwert der Pseudoliebe, das nicht mal zustechen kann. Nein, wir müssen klar Stellung beziehen, wie du sagst, bis hierher und nicht weiter. Jetzt ist genug. Wenn wir jetzt noch weiterhin wegschauen, dann kommt es gar nicht gut. Das wünsche ich keinem, nicht mal dem übelsten Satanisten wünsche ich das. Ja. Aber wir haben jetzt, ich sage jetzt noch eine Gnadenfrist, noch eine Zeit zur Verfügung, aufzuwachen, bewusst zu werden und zu sagen, so, jetzt reicht's aber. Ich gehe den ganzen Tag arbeiten und muss 90% vom Geld wieder abgeben. Wo sind wir eigentlich? Ja? Und die, denen ich es abgebe, die arbeiten gar nichts. Moment, da stimmt doch was nicht. Da befiehlt mir jemand, in welche Schule und dass mein Kind in die Schule muss. Hallo, bin ich der Vater oder ist da irgendein? Moment, jetzt ist reicht. Ja. Es reicht komplett. Ihr könnt mich erschießen, aber ihr könnt mich nicht mehr verbiegen. Das kann aber auch nur jemand sagen, ne, wie du, und ich kann mich dem sofort anschließen, der weiß, dass das hier nur mein Vehikel ist, um menschliche Erfahrung zu machen. Mhm. Ja, und dass mein wahres Sein eben weit, weit mehr ist als dieser Körper. Mhm. Ja. Also mit dem Erschießen, natürlich, Schmerzen mag keiner, klaro, aber da kann mir keiner mit drohen, weil ich bin schon viele Tode gestorben, im Prinzip. Mhm. Ja, und klar, Stellung beziehen, und zwar in dem kleinsten Alltäglichen, nicht ne, im Großartigen und was weiß ich, ich hab's geschafft. Theoretisch. Oder mit einem großen Plakat auf den Platz zu stellen und dann abgeführt zu werden. Nein, es geht um das Wesen der Dinge. Ja, um das Wesen der Dinge, mit welcher Intention, mit welcher Grundhaltung ich in die Begegnung mit Menschen gehe, mit egal mit wem. Ja, die gelebte Liebe, mehr nicht. Ja. Ja, ja, entweder schaffen wir das jetzt irgendwann mal oder es macht wirklich Sinn, die ganze Geschichte zu resetten und nochmals von vorne anzufangen. Weißt du, während unseres Gesprächs, sag mal, vielleicht sollten wir die Regierung bitten, doch noch ein bisschen zu warten. Ja. Ja, wirklich, Mann. Weil, hey, das ist ja turbomäßig. Ja, also als ich bei der Agentur für Arbeit anfing, da haben sie uns in 6 Wochen das beigebracht, was sie in einem Turbokurs beim Teamchef in einem Jahr beigebracht haben. Also das musste ich in 6 Wochen lernen, um dann mit den ganzen Programmen umzugehen, Gesetze und hast du nicht gesehen. So, das heißt, wir können gar nicht erwarten, dass innerhalb von 2 Wochen Leute, die so durch die Welt gegangen sind. Ich habe doch vor 30 Jahren auch vor der Tagesschau abends um 20 Uhr gesessen und habe gedacht, das wäre die Wahrheit. Du, es ist bei mir ein Land. Es ist bei mir noch nicht lange her, dass ich erkannt habe, wo ich selber stehe. Und vorher habe ich immer gehofft, hoffentlich geht's schnell und wann kommt endlich die Zeit und so weiter, die Transformation soll doch jetzt geschehen. Aber als ich erkannt habe, wo ich selber stehe, habe ich darum gebittet und gebetet, dass es noch Zeit gibt. Ja, für 2012 wäre es zu früh gewesen. Ja, es wäre viel zu früh gewesen. Aber für mich bin ich um jeden Tag froh, wo ich mich noch mehr verfeinern kann. Ja. Und jetzt, wir machen das, oder ich zumindest, seit 40 Jahren verfeinere ich mich und versuche, mich selber zu sein und meine Themen zu integrieren, meine Fehler in Ordnung zu bringen und so weiter. Aber jetzt einer, der sich ein Leben lang darüber noch nie Gedanken gemacht hat oder musste, weil er vielleicht nicht wie wir Nahtodeserlebnisse hatte und so weiter. Und nur vom Hören sagen ist es nicht dasselbe. Einer, der jetzt erst darauf stößt und jetzt seine Dinge wirklich mit gutem Willen und gutem Glauben und gutem Herzen in Ordnung bringen will, der braucht doch jetzt auch Zeit. Ja? Also lasst uns Zeit erschaffen für die Nachzügler.
Weil wir haben es vielleicht persönlich gar nicht mehr nötig. Ich weiß es nicht, ich will es auch nicht wissen. Aber angenommen, wir hätten es nicht mehr nötig, so ist genau in dem Moment die Nächstenliebe gefragt, wenn man noch bittet um Verlängerung der eigenen Schmerzen, damit der andere noch bewusst werden kann. Und das ist das Schwert der Liebe. Das richtet sich manchmal gegen sich selbst. Man nimmt eigene Nachteile in Kauf, man nimmt eigene Schmerzen in Kauf, um dem anderen eine Möglichkeit zu bieten. Und deshalb nervt es mich, wenn ich sehe, dass Menschen, die das tun, immer ständig kritisiert werden. Die können jetzt auch langsam damit aufhören und sich überlegen, wo stehen sie selber? Überleg sich jeder da draußen bitte, nicht wo der Götz steht oder der Württemberger oder der weiß Gott was, das wird dir überhaupt nichts bringen und nicht helfen. Du wirst kein besserer Mensch, wenn du uns schlechter machst und auch kein schlechterer, wenn du uns besser machst. Lass das beides sein, den ganzen Scheiß. Die Frage, die einzige Frage, die sich jetzt stellt in dieser Situation ist, wo stehst du? Wer bist du? Und bist du so, dass du zu dir sagen kannst, schön, dass ich bin, wie ich bin. Wenn nicht, nutzt die Zeit. Es ist lustig, dass du immer... Ich habe mein erstes Lied mit eigener Melodie, heißt So, wie ich bin. Und das haben wir jetzt auch aufgenommen, wird demnächst auch hochgeladen. Ist schon 6 Jahre alt, aber darum geht es, ja, sich selbst anzunehmen, wie ich wirklich bin und aufzuhören, da draußen um Anerkennung zu bilden, mich zu verbiegen und so weiter. Um festzustellen, wie einfach, Bruno, wie einfach das Leben wird, wenn wir der sind, der wir sind. Ja. Also pur, je purer wir sind, desto einfacher wird das Leben. Ja, darum bin ich kein einfacher, guter... Also das darum bin ich kein guter Depressionist. Ich kenne Depression nicht. Weil ich kenne sie schon. Mein Leben ist einfach. Lange her. Mein Leben war schon immer einfach. Ich habe wirklich mehr gelitten als die meisten an der Oberfläche der Erde und trotzdem habe ich es nie so empfunden, weil ich habe nie dabei etwas verloren. Ich habe immer gewonnen, ich habe immer gelernt, ich bin immer gewachsen. Ja. Und meine Urintention, überhaupt hierher zu kommen, war ja, ich will wachsen. Da will ich mich jetzt nicht beschweren, wenn es eins auf den Deckel gibt. Okay, scheiß mir auch an, aber... Ich fühle, ich wachse. Ich bin ein Keim unter der Erde, der sich langsam Bahn bricht, wie du gesagt hast. Und wenn da Beton ist, finde ich eine verdammte Ritze, um da rauszukommen, weil ich in meiner Vision schon blühe und dufte und strahle und die Menschen erfreue mit meiner Schönheit. Und wenn es nur für ein paar Tage ist oder für einen Augenblick. Aber eins ist sicher, wer mich kennt oder gekannt hat oder kennenlernen durfte oder wer meinen Duft, ich sage es jetzt mal philosophisch, ja, klar. Wer meinen Duft gerochen hat, wird ihn nie mehr vergessen. Und das ist mein einziges Ziel, weil ich zeigen will, die Schönheit Gottes ist das, was ich bin. Ein kleiner Ausdruck davon. Und deshalb möchte ich auch dich kennenlernen und jeden Menschen da draußen, weil ich will wissen, was Gott und die Schöpfung sonst noch so auf Lager hat. Oh, schön. Ja. Und wenn es irgendwo nach Scheiße riecht, das hast du auch schon gesagt, dann ist dort drunter ein Keim, der mit dieser Scheiße gedüngt wird. Und ich lasse mich von dem Gestank nicht abschrecken. Ich gebe Wasser, ich pflege, ich warte, weil ich weiß, alles wird schön. Ja. Punkt. Das ist, ich bin öfter jetzt von Bayern, also von bayerischen Mitbürgern angeschrieben worden mit Servus. Und dann habe ich immer zurückgeschrieben, Leute, Servus ist der Sklave. Ja, lass uns lieber Grüß Gott sagen, indem ich sage, ich grüße Gott in dir. Also was die Buddhisten mit Namaste, ich grüße Gott in dir. Das heißt also, dass ich ein Ausdruck Gottes bin in dieser Welt und zwar einzigartig, genauso wie 7,5 Millionen andere einzigartige Ausdrucksformen da sind. Also in jedem
in jedem Menschen eine andere eigene Ausdrucksform Gottes zu sehen. Grüß Gott. Ich glaube dann, grüß Gott. Bruno, vielen Dank. Ich denke, danke. War wieder richtig toll. Liebe Zuschauer, das war sozusagen nochmal ein richtiges Coming Out heute. Ja, und ich weiß, worauf ich mich mit Bruno einlasse. Der kitzelt alles raus. Das ist so eine Wonne, sich mit ihm ins Benehmen zu setzen. Ich denke, da ist für Sie auch was dabei war. Und lassen Sie sich berühren. Herzlichen Dank für Ihr Mitschauen und auf bald bei Neue Horizonte TV. Und ich sage Tschüss. Und auch ich grüße alle Zuschauer von Neue Horizonte TV. Und für die Zuschauer von Free Spirit TV, ihr wisst ja schon, der Sender weit jenseits des Mainstreams. Wäre schön, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, seid euch selber und folgt, wie ich immer sage, dem Weg eures Herzens. Bis dann.